Hallo und willkommen zu einem ersten richtigen Let's Play von Black Desert Online. Ich bin die Cashy und bei mir ist der Tavo. Ja, hallo auch von mir zu einem ersten Let's Play von diesem wunderschönen Spiel. Durchleiten wird uns die Cashy, ich bin sozusagen nur schmückendes Beiwerk. Ja, dann würde ich sagen, sammeln wir nicht lange und starten mal das Spiel und sehen wahrscheinlich gleich ein schönes Intro. Dabei wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Romanaru is the central city of trading. Back when ships from Valencia would anchor in Naru, children would greet the merchants and fireworks would light the skies. Naru was a thriving city of sailors and merchants, and crowded areas were guarded by mercenaries. Little did they know what had arrived. Could any of these people know of the Elysian Stone? It is the mythical stone of the ancient civilization, but the dark power it possesses has been hidden by that very civilization. At last, the Elysian was uncovered. A mysterious black smoke rose up over the ridge. It seemed to know exactly where it was headed. To Gomanaru. The Elysian Stone reverberated. People started to disappear all across Gomanaru. In the end, there was no one left, and that day was soon forgotten. So, willkommen zurück aus dem Intro-Video. Wir haben es nun endlich geschafft. Hoffentlich. Und können uns jetzt hier fortbewegen. Ja, es funktioniert. Wir hatten das schon mal versucht, leider. Und da ist das ein bisschen schief gegangen. Da hat sich mein Spiel wohl ein bisschen aufgehängt. Aber jetzt funktioniert's. Yippie! Jo, du bist auch an der gleichen Stelle wieder, ne? Ja, genau. Ja. Also mit WASD könnt ihr laufen. Mit der Umschalttaste sprinten. Das jetzt gerade ein bisschen schwer ist, weil die Dame noch ein bisschen benommen ist. Ja, meiner auch. Meiner torkelt so ein bisschen vor sich hin und hält sich den Kopf. Der hat wohl Kopfschmerzen. Ja. Ja, und durch die Quest wird uns der kleine Schwarzgeist hier leiten. Noch ist er süß und... Noch ist er süß, ja. Wir hoffen, er bleibt auch süß. Mehr sagen wir nicht. Genau. Menschen wollen immer, dass andere die Drecksarbeit für sie erledigen. Ja, das stimmt wohl. Stimmt, der sagt ja was in seiner eigenen Sprache, die sich auch ultra niedlich anhört. Ja. Aber das muss man wohl noch übersetzen, weil noch spricht er nicht ganz deutlich. Dann mal auf zur ersten Quest. Schwarzmagierin Olvia Balenos. Meine Güte, ist das ein schweres Wort. Und bei mir heißt die gleiche Dame Krieger. Also. Okay. Ja, du bist... Du bist ja Krieger. Genau. Ich bin Schwarzmagierin. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Genau. Wir haben die Charaktererstellung jetzt einfach mal übersprungen, weil das kennt ihr ja schon. Genau. Entschuldigung, ich lese hier gerade diesen Text. Was starrt er uns so an? Ich glaube, er möchte etwas von euch, sagt er bei mir. So, sagen wir mal weiter.
Alles in Ordnung mit euch? Kommt schon, reißt euch zusammen und hört mir zu. Natürlich. Von da hinten kommt ein ziemlicher Lärm. Hat das was mit uns zu tun? Na, wer weiß. Okay. Hier haben wir noch eine kleine Einweisung, wie das funktioniert mit der Wegfindungsmethode. Man kann also T drücken und kann automatisch zur Quest laufen. Das machen wir mal. Genau. Ich folge da einfach mal. So, das überspringen wir mal. Mit Steuerung könnt ihr die Maus frei bewegen, also unabhängig vom Charakter. Dann machen wir das mal weg, das Fenster hier. Das kennt man ja alle schon. So. Und dann sprechen wir mal mit dem Stallwart. Of all the four-legged beasts in Novia. Wir sehen anders aus. Aus welchem Land kommen wir? Ja, das frage ich mich auch. Irgendwo aus dem Nirvana. Ah, das Dorf hier heißt Olvia. Ah, das erklärt auch, warum der Krieger so heißt. Jaha. Stufenaufstieg. Na. Das ging auch fix. Ein kleines Päuschen, ja. Empfehlenswert. Nimm bitte diesen Trank. Immer her damit. Bei mir hat es so ein kleiner Stalljunge gehabt, der mit einer Flöte flötet. Okay. So, dann drücken wir mit I das Inventar und benutzen mal den Trank. Mit der rechten Maustaste. Damit haben wir die erste Quest auch schon erledigt. Hat der Trank gewirkt? Ja, scheint so. Ja, er sagt bei mir, um ehrlich zu sein, habe ich es nicht getrunken, weil es irgendwie eklig aussah. Okay, das hat man ihn nicht gesagt. Tja, siehst du, ich bekomme mehr Informationen als du. Ja. Wenn ihr euch auf eine Reise begeben wollt, lernt ihr besser von Anfang an, wie ihr am besten zurechtkommt. Das wäre, glaube ich, nützlich. Genau, gerade am Anfang ist es ja immer noch schwierig und es kann auch sein, dass wir noch ein bisschen unstrukturiert durcheinander reden, weil wir gerade uns selbst auch noch beide nicht sehen, also nicht wissen, was wir tun. Genau, das wird hoffentlich in den nächsten Folgen besser, aber erstmal das gewohnte Chaos. Genau, beim Start, man muss sich erstmal orientieren. So, wir sollen zum Dorfoberhaupt gehen, also ich. Ich soll da auch hin. Ah, sehr gut. Und ich soll noch die Musik beurteilen des Kindes, der angeblich auf einer Flöte spielt, aber es sieht eher aus wie eine Wassermelone. Okay. So, ich benutze mal wieder ganz faul die T-Taste, um automatisch dahin zu laufen. Übrigens, die T-Taste kann man kann sich das vor dem Spiel definieren, was man für einen Anzeiger haben möchte. Es gibt entweder so einen Lichtstrahl, den hast wahrscheinlich du gewählt. Ich habe so einen Pfeil, ja. So. Ja, und ich habe so eine kleine Elfe gewählt, die vor mir herfliegt und dahin zeigt. Eine Elfe. Genau. Eine Flatterelfe. Ja. Ja. Lassen wir das. Sie passt halt zu meinem sehr harten Krieger. Ja, da passt die Elbe noch weniger, aber gut. Nein, das passt perfekt. Er hat eine zarte Seite. Ach so. Ja, zart wie Toastbrot. Naja, wenn das Toastbrot frisch ist, ist es zart. Aber wenn es alt ist, ist es nicht mehr so zart. Ich will es ja nur mal anmerken. Zart wie junges Toastbrot. So, ich bin beim Oberhaupt angekommen. Ich auch. Dann sprechen wir mal mit ihm. Häuptling Igor Bartali. I got this necklace in Medea when I was young. Maybe this necklace is the cause of my granddaughter's nightmares. If you really need it, I'd be happy to give it to you. That would be a great help. I'm too old to care about this kind of thing anymore, you know. Here you are. Oh, thank you so much. We'll do everything possible to find the source of your granddaughter's nightmares. Please, seek out Princess Durette and her investigation team at the Ancient Stone Chamber. You're a new face. Are you from abroad? Sind wir uns schon einmal begegnet, stammt ihr aus einer anderen Region? Wahrscheinlich, wenn du schon so fragst. Irgendwo aus dem Netherlands, sozusagen. Ja. Wir befinden uns auf einer Abenteuerreise. Ja, kann man so nennen. Doch ihr scheint nicht sehr erfahren zu sein. Vielen Dank. Ja, dass man uns das auch gleich so ansieht. Vielleicht liegt es an den Lumpen, die wir anhaben. Zuerst einmal sollten wir an unserem Selbstvertrauen arbeiten. Warum das?
Was soll das heißen? Bitteschön? Bei mir kann ich das nachvollziehen. Das liegt an meiner flatternden Elfe, die vor mir herfliegt. Ja gut, aber ich bin eine richtige Schwarzmagierin. Also ich... So eine richtige? So eine richtige. Ich strahle doch schon pures Selbstvertrauen aus, oder nicht? Vielleicht eher Bösartigkeit, was man nicht mit Selbstvertrauen verwechseln sollte. Na gut. So. Abgeschlossen. Jared, the Princess of Heidel, just visited. Man muss dazu sagen, es ist, glaube ich, immer noch so, mein Sound ist jetzt sehr leise, aber ich glaube, das, was ich auf Englisch sagen, stimmt nicht unbedingt überein mit dem, was da auf Deutsch steht. Nee, leider nicht. Ich hatte auch gehofft, dass sie das in der Release-Version komplett deutsch vertonen, aber nee, leider nicht. Ja, leider ist das nicht so. Und ja, wie gesagt, die Übersetzung da unten ist so ein bisschen unpräzise, teilweise. Ja, das stimmt. Ein Mann namens Eden hat der Stadt einen Besuch abgestattet. Na. Ich dachte, er wäre ein weiterer Abenteurer, aber in der Tat ist er so etwas wie eine Berühmtheit. Okay. Selbst Prinzessin, wie spricht man das aus? Jared? Ja. Von Heidel. Von Heidel. Jetzt sicherlich auch Heidelbeersaft. Ist in die Stadt gekommen, um ihn zu treffen. Er scheint auch die ein oder andere Geschichte auf Lager zu haben. Warum schaut ihr also nicht mal bei Eden vorbei? Natürlich. Und wie es der Zufall so will, sind die hier direkt nebenan. Ihr seht ganz aufgelöst aus. Ganz ruhig, entspannt euch. Wieso? Was denn nun schon wieder? Dies ist die größte Stadt im Gebiet von Balenos und gleichzeitig die ruhigste. Willkommen in Olvia. Na, okay. Vielen Dank. So, dann gehen wir mal zum Erkunder Eden. Ist er gleich hier? Direkt? Direkt nebenan, praktischerweise. Da fällt mir gerade ein, müsstest du nicht eigentlich auch hier sein? Ich glaube, dass das Startgebiet voneinander instanziert ist. Das heißt, dass man sozusagen da noch nicht rauskommt. Ah, okay. Dann sprechen wir mal so lange mit Eden, bis wir uns gefunden haben oder aus dem Startgebiet raus sind. Genau. Are you really an expert? You don't look like one. Er hat ja sehr schöne Gesichtsschminke, der Kerl. I've investigated ruins across the continent. Ancient artifacts are my forte. Everybody says they're an expert. Could you have done all that by yourself? Not by myself. I'm with an ancient language expert and some quality excavators. You stand before Princess Jurette. You must mind your... Please understand that it's hard to trust you given the magnitude of the task before us. Return where you came from. All right, then. This gemstone was recovered from the Valencia ruins. It was verified to be authentic by the Imperial Court. It couldn't be. A gem of balance? They say it concealed the dark power, but I never thought I'd see one in my life. Could this be what Sir Jordine is looking for? Fine. You are in charge of the stone chamber investigation. A fortnight. That's how long you'll have for the investigation. Good. You'll see me sooner than that. Destiny must have led you here. Ach du lieber Himmel, ihr seid wohl ein ziemlich launisches Prinzesschen, was? Schön euch kennenzulernen. Ich bin Eden. Wer, ich oder die andere? Nee, er. Naja, man weiß es nicht so genau. Nee. Ich meine, er sieht so ein bisschen aus wie so ein... wie irgendwie aus einer Boygroup. Ja, so ein bisschen. Das Oberhaupt hat mich vorgestellt, also ich bin keine Berühmtheit, ich bin nur ein Abenteurer wie ihr. Ja. Woher weiß er, dass wir einer sind? Einem orientalischen Sprichwort zufolge ist es schon Karma. Ich meine Schicksal, wenn man an einer Person bloß vorbeigeht. Eines Tages führt uns das Schicksal womöglich wieder zusammen. Na. Ob wir das wollen? Ich glaube allerdings nicht, dass euch die Ratschläge eines alten Mannes weiterhelfen werden. Band, der Talentlehrer, sollte sich hingegen besser dazu eignen. Er ist hier im Dorf bekannt für seine lehrreichen Übungskämpfe, vielleicht kann er euch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben. Immer her damit. Genau. Untersuchung der Steinkammer? Fragen wir ihn mal. Ihr habt unser Gespräch mitbekommen. Seid ihr auch an den Ruinen interessiert? Ja.
Die Steinkammer befindet sich im Süden des Waldes der Abgeschiedenheit. Ja, klingt ja sehr abgeschieden. Einladend. Okay. Destiny must have led you here. Okay, das war's auch schon. Oh, der Schwarzgeist will was? Okay. Vertraut mir einfach. Ruf mich jederzeit, indem du die Komma-Taste drückst. Na, ob ich dir vertrauen kann, ich weiß ja nicht. Och, ist niedlich. Vertrauen wir ihm. Na, okay. Grundlagen der Schwarzmagierin Klauen der Finsternis. Und bei mir heißt es Grundlagen des Kriegers Spalttritt. Na. Eure Kraft reicht nicht aus. Ich möchte doch gleich mal vorlesen, was bei mir steht. Hier steht, Ida, ihr wisst, wie ihr richtig zutretet. Ich habe schon gesehen, wie Menschen ihre Beine für allerlei Zwecke einsetzen. Okay. Ich habe einen Mann aus Olvia gesehen, der die dunkle Macht besaß. Da, er ist gleich da drüben. Wo? Da drüben halt. Da drüben, okay. Ach, schon wieder das Wegfindungsmethoden-Video. Ja, das scheint öfter aufzupoppen, ne? Ja. So, momentan sind wir noch nicht so ganz synchronisiert, weil wir nach wie vor eben noch instanziert sind und alleine. Ja. Und getrennt. Aber ich denke, sobald wir synchronisiert sind, die gleichen Ansprechpartner haben, kann ich ja die männlichen Parts vorlesen und du die weiblichen. Genau. So, jetzt haben wir hier rechts die Questleiste und haben hier so ein Icon mit so einem Männchen. Wenn man da drauf klickt, läuft man automatisch zu der Quest und das machen wir mal. Ah, ich hab noch das Tee laufen. Ich muss noch zum Bandmeister der Talente. Ja, das muss ich auch. Ah, okay. Ach, der ist hier gleich um die Ecke. Guten Tag. Er hat so ein kleines Geweih auf. Ja. Who the hell is Commander Croxus anyway? Did he get promoted to Commander by breaking bottles? Isn't this just an excuse to drink more? Leave Olvia to the vigilantes. Alle sagen, dass wir erschöpft aussehen. Komisch. Ja, irgendwie scheint das dann wohl so zu sein. Aber wir sehen auch stark aus. Ja, bin ich mit Schwarzmagie vertraut? Ich weiß noch nicht. Okay, abgeschlossen. Stufenaufstieg. Die Kunst des Tretens. Haha, hier seid ihr an der richtigen Adresse. Eure dunkle Macht ist wie ein ungeschliffener Diamant. Damit will ich sagen, dass ihr an dieser Macht feilen müsst. Okay. Die Macht der Dunkelheit variiert je nach den Fähigkeiten des Trägers. Zuerst solltet ihr üben, einen stetigen Angriff durchzuführen. Na dann, viel Glück. Ja. Soll ich jetzt einen brutalen Schwertstreich erlernen? Beginnen wir mit den Grundlagen, versucht entfesselte Finsternis zu erlernen. Machen wir doch gleich. Talente erlernen? Genau. Das ist einmal hier der Talentbaum. Der ist schon ziemlich groß, muss ich sagen. Ja, und auch erstmal ziemlich unüberschaubar, finde ich, aber... Ja, das stimmt. Das ist ja in jedem dieser Spiele so. So, wir sollen entfesselte Finsternis erlernen. Das machen wir auch gleich mal. So, wir haben es getan. Ist sowohl für Duelle als auch für die Jagd von Nutzen. Wenn ihr dieses Talent richtig einsetzt, hilft es euch sicherlich dabei, eure Abenteuer mit Bravour zu meistern. Ihr müsst jedoch wissen, wie ihr verschiedene Kampfaktionen miteinander verbindet, um die einzelnen Talente voll zur Geltung zu bringen. Sobald ihr genug Erfahrung durch die Jagd auf Monster oder die Unterstützung von Leuten habt, sucht einen Talentlehrer in der Nähe auf, um verschiedene Kampftalente zu erlernen. Und vergesst, wie gesagt, nicht, dass eine Kombo von mehreren Talenten größeren Schaden anrichtet als der Einsatz eines einzelnen Talents. Richtig. So. Und wenn du mit denen fertig geredet hast, dann können wir uns nämlich sehen. Ja, kleinen Moment. Wir sollen jetzt eine Vogelscheuche angreifen. Ist zwar kein echter Gegner, aber da lernen wir die Grundlagen. Machen wir doch gleich mal. So, Gespräch beenden. Upsala. So, wir sehen uns jetzt. Yippie! Hallo! Das ist ganz schön. Wir sind endlich sozusagen... Ich bin klein. Ja. Ich nicht. Hallo. So, dann blicke ich dich mal an. Okay. Oh, ja, du siehst aus wie eine Schwarzmagierin. Ach,
Ich habe mir ja noch gar nicht gezeigt, das kann ich mal eben machen. Ja, das wäre sicherlich von Interesse für alle. Vielleicht. So, dann zoomen wir mal ein bisschen dran. Stell mich mal einfach daneben. Hast du jetzt auch diese Tastenkürzel im... Ja, die kann man ausblenden. Das müssen wir gleich machen, wenn wir sozusagen die Folge unterbrechen. Genau. Und dann in die nächste starten. Ja, das ist meine schwarze Magierin. Sieht schwarz aus. Und böse. Naja, das ist auch irgendwie die Grundlage einer schwarzen Magierin. Genau. Die müssen so aussehen. Ja. Ja, und meiner sieht groß aus und ich hoffe auch ein bisschen böse. Ein bisschen. Ich habe es zumindest versucht mit dem Auge. Ich bin mal wieder winzig. So, dann machen wir mal. Drück die Tab-Taste oder die linke Maustaste, um den Kampfmodus zu aktivieren. Das tun wir. So. Ah ja. Links- oder Rechtsklick, um anzugreifen. Drück die Tasten S und F während eines Angriffs. S und F. Okay. Nett. Und F. Ja, du hast auch diesen Tritt. Ja, haben glaube ich alle Klassen, ne? Nee, mein Magier hat einen Durchstoß. Ah, okay. So, dann haben wir die erste Quest auch schon abgeschlossen, war ja nicht gerade schwer. Ich habe allerdings noch verpeilt, dass ich Q drücken soll, um eine Verteidigungshaltung einzunehmen. Ah, okay. Dann sprechen wir nochmal mit dem Talentlehrer. Wenn er denn will. Ja, will er. Mir gefällt euer Kampfstil. Ein, zwei Sachen sind zwar noch verbesserungswürdig, aber das kommt schon noch. Ey, ich fand das gut. Das war schon fast perfekt. Eigentlich sind wir schon fast Endlevel. Ja, wirklich. Kann ich schon wieder was lernen? Nee. Okay. Ja, aber es gibt hier so einen Status der Interessenbegeisterung bei diesen Leuten. Jetzt kommt bei mir der Schwarzgeist wieder. Was will er denn diesmal? Guten Tag. Was krabbelt da im Gras? Ein Insekt vielleicht? Möglicherweise, er sagt, es war langweilig. Ja, das war ziemlich langweilig bis jetzt. Zeit für einen richtigen Kampf. Okay. Von dieser Stadt wimmelt es nur so von diesen nervigen Graskäfern. Die eignen sich doch bestimmt als Aufwärmprogramm. Jupp. Das sind so diese üblichen Standard-Rollenspiel-Erstgegner. Ratten. Ja. Käfer oder ja. Andere Insekten. Irgend so ein Kleinkram immer. Ja, machen wir das noch in dieser Folge? Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen das nochmal eben. Denk mal, das geht ja ganz schnell. Und danach machen wir einen kurzen Cut und dann werden wir noch ein paar Einstellungen vornehmen und werden dann sozusagen die nächste aufnehmen. Genau. Aber erstmal sollten wir uns in eine Gruppe einladen vielleicht. Das wäre super clever. Ich habe nur vergessen, wie das geht. Ich auch. So, wie war das denn hier? Freunde, N. Freund hinzufügen. Okay. Dann sollte ich die... Charakter konnte nicht gefunden werden. Gib mal den Ach, du heißt ja auch Tabo. Ja, genau. Was hast du denn eingegeben? Kam da irgendwas an? Ich sehe es bis jetzt nicht. Ich bin... Warte, ich mache einfach so. Ich gehe einfach an dich ran. Ja. Und lade dich mal ein. Ja, das kam auf jeden Fall an. Jetzt kam auch die Freundschaftsanfrage an. Ah, okay. So, ich klicke einfach mal auf Freund hinzufügen bei dir, denn... Genau. Müsste das eigentlich auch gehen, Kashira? Okay, dann laufen wir mal zu den Graskäfern. Ich folge unauffällig. Über den Quest-Mobs steht immer auch genau Quest-Zielvorgabe, also könnt ihr nicht verfehlen, welche Mobs gemeint sind. Ich sehe nur noch keinen. Oh, ich habe den schon getötet, vielleicht deswegen. Achso, ja. Okay, also man muss sich wieder, wie in jedem Let's Play, was Cashy und ich zusammen machen, darauf einstellen, dass Cashy immer zuerst zum Loot springt und irgendwelche Sachen tötet. Gar nicht wahr. So. Wir sollten nur zwei killen, das war ja wenig. Ja. Dann wieder... Der Schwarzgeist möchte. Genau. Gut hinterher. Das war ja keine große Herausforderung. Sehen wir uns weiter um. Also. Ich habe das Gefühl, der möchte uns zu irgendwas anstacheln. Ja, das denke ich auch. Wer sind wir und wo? Im Moment fehlt uns das Wissen, um diese Fragen zu beantworten. Als erstes sollten wir uns mit einfachen Dingen beschäftigen. Ah, das ist bei mir jetzt gerade auf Englisch, bei dir auch? Ja. Ah, na
noch nicht ganz... What happened to your fighting skill? You must have forgotten how to fight. Noch nicht ganz übersetzt, wie scheint. Believe it or not, you were an impressive fighter back then. I'll help you to bring back your memory. Just follow my lead and you will soon remember. Okay, wir sollen einfach seinen Anweisungen folgen. Genau. Und immer auf ihn hören. Annehmen. So. Ich würde sagen, wir machen hier einen ganz kleinen Cut. Genau. Dann können wir nämlich noch ein paar Einstellungen vornehmen, das Interface noch ein bisschen überladen, das ein bisschen Let's Play-tauglicher machen. Ja, sorry für das Chaos am Anfang, aber ich denke, das ist normal. Das gehört zu so einem Start in so einem neuen Spiel einfach dazu. Ja, ich kenne es zwar schon aus der CBT, allerdings ist es immer ein bisschen was anderes, wenn man aufnimmt und auch noch mit zwei Personen, dass man da so ein bisschen synchron kommt. Ja, man muss auch erstmal den Groove finden, sich ein bisschen eingrooven und ein bisschen die entsprechende Abstimmung hinbekommen. Aber ich denke, das funktioniert ganz gut. Also jetzt von hier aus dürfte es einfacher werden. Außerdem wird es gerade Tag, was super ist für die nächste Folge. Das stimmt. Ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.